Heute bastle ich bunte Bänder mit Bessermachern in Ostersbach. Der Verein Jugendförderung ist ein Verein, den gibt es hier schon seit 1972. Wir haben eine Krabbelgruppe, wir machen Faschingsveranstaltungen, den Miniball für die ganzen Minis, den gibt es glaube ich sonst nicht so schnell irgendwo. Den Kinderball haben wir die Cola-Disco. Das ist die weltbekannte Disco, die es hier so im Landkreis gibt für 11- bis 16-Jährige. Wir waren letztes Jahr 550 da. Da geht es gut zu, die Feuerwehr regelt den Verkehr, vor allem beim Abholen. Das heißt, die Cola-Disco ist ein jährliches Highlight? Ein jährliches Highlight, ja. Die Jugendlichen hätten es gern öfters, aber es ist irrsinnig schwer zu organisieren. Deko hat bisher geheißen, viele, viele Luftballons aus Plastik. Viel Deko aus Plastik und da haben wir gesagt, wir verzichten auf Luftballons und machen das mit Stoffen. Wir wollen Stoffbänder an die Decke hängen, die wir jetzt reißen und aufhängen. Und diese Fäden muss man abziehen. Das ist eine ganz tolle Arbeit. Diese Fäden, die hängen nachher überall. Ach so, das ist dann ein Stück praktisch. Das wird durch die ganze Halle gezogen. Das geht über mehrere Meter dann. Die Stoffe waren jetzt nicht unbedingt billig. Die müssen aber einfach sein, dass wir vom Brandschutz her auf der sicheren Seite sind. Ach, gelb, rot, orange. Er schafft diese doofen Fäden immer. Das wird eine Jahresarbeit bis nächstes Jahr, bis wir das fertig haben. Wir werden mit CDs, aus alten, ausgedienten CDs, die wir gerade sammeln, Deko herstellen. Keine Plastikstrohhalme mehr, sondern aus Papier oder Macaroni. Wir wollen umstellen auf auch veganes Essen und vegetarisches Essen. Und die Idee war, einen Shuttlebus einzusetzen für die Fahrt hierher zur Cola Disco. Die Eltern bringen einzeln ihre Jugendlichen. Und das könnte man bei der Herfahrt so machen, dass ein Bus die ganzen Dörfer drumherum abfährt. Beim Abholen geht es leider nicht, weil wir da in der Verantwortung sind vom Landratsamt, dass die den Eltern übergeben werden müssen wieder.